Zivileinstelle Köln, guten Tag. Ja, guten Tag, mein Name ist Manuela Peters. Ich bin an diesem Ballonabflugplatz in Köln-Bickendorf und ich habe ihr diese Ballonfahrt habe ich ihr geschenkt und jetzt ist, ich wollte erst mit und dann habe ich mich nicht getraut und jetzt ist sie mit dem Pilot alleine da oben. Und dem ist jetzt irgendwie schlecht geworden oder so. Die weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Okay, also ihre Tochter ist mit einem Ballonfahrer in einem Heißluftballon. Genau. Und der Ballonfahrer ist bewusstlos. Ja, da ist ja keine Steuerung, da ist ja jetzt nichts mehr. Okay, gut, alles klar. Bleiben Sie bitte vor Ort, ein Rettungsteam ist für ihn unterwegs. Ja, alles klar, beeilen Sie sich bitte. Auch die Polizistinnen Ingrid Hall und Ilka Fischer sind auf dem Weg und treffen vor Ort auf Notarzt Dr. Kleinroth. Die Melderin sowie der Sohn des bewusstlosen Ballonfahrers sind verzweifelt. Hallo, was ist passiert? Meine Tochter ist oben mit einem Ballon. Ich hatte ihr diese Fahrt zum 18. geschenkt und jetzt... Lea, bist du wieder dran? Ich bin dran, Mama. Was ist los? Die Polizei ist jetzt hier und die Rettung. Also, und sie ist jetzt da oben und der Ballonfahrer ist irgendwie ohnmächtig oder was? Hallo, Lea. Hallo, hier ist die Polizei. Meine Kollegin, die Ilka, ist hier und ich heiße Ingrid. Am heutigen Tag hat meine Kollegin und ich, wir haben einen Einsatz bekommen, den man so jeden Tag nicht erlebt. Es hieß, es sei ein Heißluftballon in der Luft. Der Pilot sei ohnmächtig geworden und es war eine weitere weibliche Person oben, die aber keine Berechtigung hatte, um einen Ballon zu fahren. Das heißt, sie hatte keinerlei Erfahrung und wir mussten versuchen, sie irgendwie darunter zu bekommen. Pass mal auf, Lea. Ich bin selbst Pilotin von einem Heißluftballon und ich kann dir helfen, wie du da jetzt sicher runterkommst. Aber die wichtigste Voraussetzung ist, du musst ganz, ganz ruhig bleiben. Wir holen dich dann auch sicher runter. Pass mal auf, die erste Anweisung ist, in welcher Höhe bist du momentan? Ich weiß nicht, ich kann auf den Luftballon nicht alleine landen. Doch, das kannst du. Ich gebe dir die entsprechenden Anweisungen. Du musst ganz ruhig bleiben. In welcher Höhe hast du? Guck mal links. Links ist ein Gerät, das nennt sich Flytech. Da guck mal eben ganz kurz drauf. Was ist mit dem Piloten? Das sind irgendwas mit 1000. Das sind 1000 Fuß. Und jetzt versuch mal, dass der Ballon immer auf der Nulllinie bleibt. Das heißt, wenn er anfängt zu sinken, wenn die Nadel nach unten geht, immer wieder mit dem rechten Brenner leichtes Brennen. Mach mal, versuch mal. Ich gebe mal eben weiter hier an den Notarzt. Wir müssen wissen, was mit dem Piloten ist. Notarzt Dr. Kleinroth will wissen, auf welchen Notfall er sein Team vorbereiten muss, wenn der Ballon die Erde erreicht. Die Schilderungen der 18-Jährigen verheißen nichts Gutes. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der hat die ganze Zeit mit mir geredet und mir alles so gezeigt. Und ich weiß nicht, dann ist mein Schweiß ausgebrochen, wurde gerade bleich. Und ist dann einfach, also hat sich an die Brust gepackt, an die linke Brust gepackt und ist dann einfach umgekippt. Und keine Ahnung, die wimmert jetzt die ganze Zeit, seine Ausfallmäßigkeit. Okay, Sie sind wie alt? Nee, 18, okay. Die Ursache der Beschwerden des Patienten konnten aus der Ferne natürlich nicht genau geklärt werden. Im Gespräch hatte Lea erwähnt, dass er sich an die Brust gefasst hatte. Ein Schmerzereignis, dem vorausgegangen ist. Mutmaßlich handelt es sich um einen Herzinfarkt. Aber letztlich kann auch eine Lungenembolie oder andere Probleme ähnliche Beschwerden machen. Das muss entsprechend im Krankenhaus geklärt werden. Haben Sie einen Erste-Hilfe-Kurs schon einmal gemacht? Ja, einmal. Okay, wissen Sie, wie man einen Puls fühlt? Zum Beispiel am Hals, genau. Mit entweder Handgelenk oder am Hals mit zwei Fingern leicht seitlich. Ich hab einen Puls, aber der ist ganz schwach. Okay, das ist sehr gut, dass er einen Puls hat. Wenn er noch wimmert und normal atmet, versuchen wir erstmal gemeinsam jetzt den Ballon zu landen. Wir sind dann vor Ort und übernehmen den Mann am besten jetzt erstmal auf den Boden legen. Entweder auf den Rücken oder stabile Seitenlage, wenn Sie das kennen. Und immer mal wieder schauen, falls es sich verschlechtern sollte, falls er nicht mehr atmet, kein Puls mehr da sein sollte, dann Atmung brauchen wir erstmal nicht, aber zumindest die Herzdruckmassage, wenn Sie die schon mal gemacht haben, dass Sie dann beginnen können. Aber ich gebe jetzt weiter, dass wir auf jeden Fall Ihnen gleich helfen und den Ballon landen. Aus der Ferne ist es immer recht schwierig, Situationen einzuschätzen. Zum Glück war Lea durch ihren Führerschein Erste-Hilfe-Kurs, der vor kurzem lief, soweit in der Lage, ein Bild zu vermitteln. Wir wussten, dass der Ballonfahrer selber zwar nicht ansprechbar war, aber doch geatmet hatte, einen Puls hatte, sodass im Moment keine ganz dringliche Lebensgefahr bestand und wir erst uns um die Landung kümmern konnten und dann später uns um den Patienten. Ingrid Hall hat sich in der Zwischenzeit über die Windverhältnisse informiert, um der Schülerin genaue Anweisungen für eine möglichst sanfte Landung geben zu können.
Also Lea, du hast ganz günstige Voraussetzungen. Wir haben also ganz gute Windverhältnisse. Du fährst zurzeit mit 3 bis 4 Knoten. Das ist für eine Landung ganz, ganz toll. Das gibt eine ganz langsame Landung und das wirst du auch schaffen. Als Ballonfahrerin habe ich natürlich entsprechende Apps auf meinem Telefon, auf meinem Handy installiert und habe mich dann sofort bei Eintreffen erkundigt, wie die Wetterlage heute ist. Heute war sie eigentlich für das Mädchen recht günstig. Wir hatten nur eine Windgeschwindigkeit von 3 bis 4 Knoten. Das hat auch für die Landung eine Bedeutung. Das heißt, es gibt keine rasante, schnelle Landung, sondern eine mäßige Landung, die dieses Mädchen dann auch sicherlich bewältigen könnte. Die Himmelsrichtung ging gegen Südost, das war uns auch bekannt. Somit konnten wir auch gezielt eine Verfolgung bzw. ein Nachfahren anstreben. Weißt du genau, wo du bist? Kannst du was sagen? Siehst du irgendwas? Ein Wald, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin irgendwo in der Luft, ich sehe nur Wald und... Und ich weiß nicht. Wann ist sie los? Sie sieht nur Wald. Sie fährt zurzeit in östlicher Richtung hier laut meinem Kompass. Ja, okay. Bei 3, 4 Knoten kann sie also nicht ganz so weit kommen. Wenn wir die Verfolgung aufnehmen, müssten wir sie auf jeden Fall erreichen. Lea, bleib ganz ruhig. Ja? Deine Mutter ist bei dir. Wir setzen uns jetzt in den Streifenwagen und versuchen, dir hinterher zu fahren. Die Situation für dieses 18-jährige Mädchen war sicherlich nicht einfach. Plötzlich ganz allein, Mutterseelen allein in diesem Ballon zu stehen, keine Kenntnisse vom Ballonfahren und dann ruhig und gelassen meinen Anweisungen zu folgen. Die Zeit läuft den Spezialisten davon. Sollte der Ballon an Höhe verlieren, befindet sich das Mädchen aufgrund zahlreicher Hochspannungsleitungen in extrem großer Gefahr. Hallo Lea, ich sehe jetzt da einen Kran. Ja. In südöstlicher Richtung, ich sehe da einen Kran. Bist du da schon drüber weggefahren? Kann sie einen Standort schicken? Ich sehe das nicht, das ist weit weg, aber ich sehe eine größere Wiese. Okay. Ich weiß nicht, also ich versuche, da irgendwie runterzukommen. Ich weiß ja, also da sind auch ganz viele Autos, vielleicht ist da ein Autohaus oder sowas. Okay, kannst du uns denn vielleicht mal einen Standort senden per WhatsApp? Wie mache ich das? Du hast doch ein Handy dabei, da hast du doch auch WhatsApp installiert. Ja, WhatsApp habe ich, aber ich habe noch nie Standort geschickt. Guck mal, du hast bestimmt eine App, wo ein Routenplaner oder sowas drauf ist. Da kannst du den Standort schicken. Ja, warte. Ich schau mal einen Moment. Ich habe die Lea gebeten, uns einen Standort zu senden per WhatsApp. Das hat sie dann auch getan. Damit konnten wir also wenigstens die ungefähre Richtung ausmachen und gezielt dorthin fahren und dann auch die Landung einleiten. Ich erkläre dir jetzt schon mal, was du gleich machen musst, wenn du so circa 10 Meter über dem Boden bist. Du siehst da drei Leinen, richtig? Ja, drei Leinen. Zwei ganz dünne Leinen, die haben keine Bedeutung für dich. Aber da ist eine etwas dickere rote Leine. Siehst du die? Das ist die sogenannte Reißleine. Oben an der Ballonhülle ist das Top, der den Ballon verschließt. Der sogenannte Parachute. Sobald der Korb später bei der Landung den Boden berührt hast, nimmst du diese rote Leine in beide Hände und ziehst so fest wie du kannst. Damit öffnet sich der Parachute und die heiße Luft kann entweichen und der Korb kommt sofort zum Stehen. Hast du das verstanden? Aber das kann ich dann nicht. Ja, habe ich verstanden. Als ich meine letzten Anweisungen an Lea gegeben hat, war sie nur noch in einer Flughöhe von ca. 30 Meter über Grund und der Ballon war in einem langsamen Sinkflug von ca. 5 Meter pro Sekunde. Das heißt, es wird schon ein enormer Aufprall sein. Was sagt das Vario? Steigst oder fällst du jetzt oder steigst du noch? Nein. Ja, sinken ist gut, aber nicht mehr als 5 Meter. Wenn du siehst, dass du mehr als 5 Meter sinkst, dann musst du zwischendurch immer wieder so kleine Heizstöße reingeben in die Höhle. Sonst ist der Aufprall zu stark. Also versuchen mit 5 Meter pro Sekunde zu fallen. Du kannst ganz langsam weiter sinken. Du schaffst das. Toll, Mädchen. Ganz toll machst du das. Ganz toll, keine Angst haben. Bleib ruhig. Wir sind mit dem RTW unterwegs und wir können ihn dann gleich sofort reanimieren. NAF für Polizei 1423. Okay. Ja, die Lea meldet gerade, dass der Ballonfahrer jetzt anfängt zu wimmern und für Kein Moment, atmet, wir müssen gerade mal funken mit den Rettungskräften. Keine weiteren Änderungen. Ja, ja. Ja, wir haben da eine Idee.
Dem GPS-Standort nach zu urteilen, befindet sich das Mädchen über einem Waldgebiet. Für eine Landung braucht die 18-Jährige aber freies Feld. Deshalb versucht Ingrid Hall, sie zu lotsen und gleichzeitig die Spezialisten zum Ort zu führen. Kannst du den Boden schon sehen? Ja, der Boden, der ist nicht mal näher. Oh Gott, nein! Nein, beruhig dich, bleib ruhig, komm. Reiß dich jetzt zusammen, das sind jetzt die letzten Meter, das schaffst du. Du hast es geschafft, von 1000 Meter, 1000 Fuß runterzukommen. So. Ja, so. Nimm die rote Leine. Nimm die rote Leine und zieh. Lea, zieh die rote Leine. Ganz ruhig. Hallo. Lea? Die sind unten. Aber ich glaube, die Verbindung ist abgebrochen. Sind die unten? Die sind unten, ja. Ja. Arnold 1424 kommen. Werte kommen. Sorry, ich bin so aufgeregt, aber ich glaube, wir haben sie heil runtergekriegt. Aber war vielleicht eine etwas harte Landung, aber ich glaube, sie sind unten. Wir sind jetzt, glaube ich, auch gleich am Landeort. Beim Eintreffen wird schnell klar, das Mädchen hat nur oberflächliche Verletzungen erlitten. Anders sieht es für den Ballonführer aus. Er muss umgehend reanimiert werden. Wir übernehmen. Hallo? Hören Sie mich? Kommt ihr hierher? Übernimmt jemand? Im Rahmen der unsanften Landung kam es zu einer weiteren Verschlechterung des Patienten. Er hat einen Kreislaufstillstand, keine Atmung mehr. Korrekt ist, dass Lea dann schon angefangen hat mit der Herzdruckmassage, sodass wir, als wir hinzukamen, übernehmen konnten und dann die erweiterten Wiederbelebungsmaßnahmen fortführen konnten. Becken scheint stabil. Okay. Hast du einen Beutel? Dann würde ich einen Beutel übernehmen. Du schaust erstmal weiter. Hochkonzentriert kämpfen die Rettungskräfte um das Leben des Ballonführers. Ingrid Hall will in der Zwischenzeit von dessen Sohn erfahren, ob es womöglich Vorerkrankungen gab. Okay, Tubus. Hat also seine Fruchttauglichkeit. Ja, habe ich. Das können wir ja ausschließen. Ne? Alles fit. Gucken wir gleich noch mal im Bordbuch. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wenn es eine Jahresnachprüfung war. Okay, aber die Lizenz hat er, ne? Lizenz hat er, klar, alles top, alles super. Gut, aber ich würde mich trotzdem gleich gerne noch mal, kannst du mal gucken, ob du die Papiere findest? Die Rettungskräfte haben sich natürlich, Menschenleben geht vor, sofort um den verletzten Piloten gekümmert. Der war in Sicherheit. Und dann habe ich den Sohn des Piloten gefragt, nach dem Gesundheitszustand des Vaters. Er sagte, dass also das Medical, das man einmal jährlich erneuern lassen muss, die Gesundheitscheck-up, das sei in Ordnung, da wäre er vor 3 Monaten noch gewesen. Das Bordbuch war in Ordnung, die Luftdichtigkeit des Ballons lag vor. Es gab also nichts am technischen Zustand des Ballons auszusetzen. Muss man gucken. Jetzt erstmal stabilisieren und dann müssen wir im Krankenhaus einfach schauen. Herzinfarkt, was auch immer. Lungenembolie, kommt verschiedene Fragen. Sachen in Frage, ja. Ballonpiloten müssen sich einer regelmäßigen Gesundheitsüberprüfung unterziehen. Doch auch ohne jegliche Anzeichen kann es zu einer Katastrophe wie an diesem Tag kommen. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ein Zyklus ist um. Soll ich übernehmen? Wir gucken erstmal. Wir haben Rhythmus. Was? Okay, hast du einen Puls? Kommt an. Gut. Soweit stabil. Peripher. Fein, sehr gut. Ich auch. Für den Transport würde ich gerne Stiffneck ohne Medikamenten 01 Fenta gegen Schmerzen und eine Ampulle Hypno. Bei Eintreffen hat sich auf dem Monitor eine Asystolie bestätigt, also eine fehlende Herzaktion, sodass wir die Reanimation fortgeführt hatten. Entsprechende Medikamente, Suprarenin gegeben. Darunter ist im Verlauf dann ein Rhythmus aufgetreten, Kammerflimmern. Dieses wiederum konnten wir mittels einmaliger Defibrillation in einen stabilen Rhythmus überführen. Nach den erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen war der Patient soweit stabilisiert für den Transport ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort wird vermutlich erstmal Blut abgenommen. Ich tippe auch auf Herzinfarkt als Ursache der Probleme, sodass es wahrscheinlich Richtung Herzkatheterlabor geht. Wenn es sich bestätigt, kann man in den meisten Fällen dann verschlossene Gefäße wieder aufdehnen, um die entsprechende Durchblutung am Herzen wiederherzustellen. Wie geht's im Moment? Ja, viel Durchblutung. Erstmal das Bein hier, okay. Erstmal gute Arbeit geleistet bei der Reanimation. Ich schaue mir kurz die Pupillen an. Okay, mein Finger einmal folgen. Wie sieht's bei den Adern aus? Okay. Kopfschmerzen haben Sie im Moment keine? Nur viel vorne. Okay. Ist doch alles in Ordnung? Okay. Also im Moment sieht es soweit
ganz gut aus von dem Bein her. Und weil sie sich den Kopf verletzt haben, wir nicht dabei waren, würde ich sie sicherheitshalber einmal mit in die Notaufnahme zum Checken mitnehmen. Wir kümmern uns erst um den Ballonfahrer. Der nächste Krankenwagen ist schon bestellt, der müsste in ein paar Minuten eintreffen. Solange bleibt jemand hier, können bei ihr bleiben und nochmal gute Arbeit geleistet auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns vielleicht noch später in der Notaufnahme. Okay, alles Gute. In jeder Notfallsituation ist es wichtig, zuerst um Unterstützung und Hilfe zu rufen und sich dann um den Patienten kümmert. Entsprechend bei leblosen Patienten mit der Wiederbelebung, der Reanimation beginnt. Wenn man sich nicht traut, ihn zu beatmen mit Mund-zu-Mund, Mund-zu-Nasen-Beatmung, das ist nicht jedermanns Sache, zumindest bitte immer anfangen mit der Herzdruckmassage. Da kann man eigentlich nichts falsch machen und das hat so einen großen Nutzen für die weitere Prognose. Daher der Appell an alle, im Zweifelsfall immer anfangen zu drücken, bis der Notarzt da ist. Im Krankenhaus hat sich der Verdacht bestätigt. Der Ballonfahrer hat einen Herzinfarkt erlitten. Mittlerweile befindet sich der Mann jedoch auf dem Weg der Besserung. Auch die Mitfahrerin wird keine bleibenden Schäden zurückbehalten.